Tag Leute und willkommen zur neuen Screenfun Review. Heute gucken wir uns die Ausgabe 9 2004 an und dieses Mal ist mir eine merkwürdige Sache aufgefallen und zwar gibt es von dieser Ausgabe zwei verschiedene Cover. Fragt mich nicht warum. Beide CDs habe ich in der Originalhülle da und ich kann jetzt schon mal sagen, diese Ausgabe würde ich als eine der coolsten bezeichnen. Legen wir los. Auf der ersten CD haben wir zunächst einen Teil der Lösung zu Driver 3 und eine PDF zum Multiplayer von Turok 2, welchen man in der Originalfassung womöglich nicht mehr spielen kann, weil die Online-Dienste abgeschaltet wurden. Im Bereich Add-ons kann ich euch diesmal sogar ein bisschen was zeigen, denn es gibt Mods zu GTA Vice City. Jedoch habe ich nicht alle installiert. Einerseits, weil es manchmal schon ziemlich umständlich war, also du musstest denn in irgendwelchen Dateien noch etliche Werte ändern. Und zum anderen haben mir manche Sachen einfach nicht zugesagt. Beziehungsweise, sie funktionierten mitunter auch nicht mehr so, wie sie sollten. Diese Mods stammen aus der Anfangszeit von GTA Vice City. Die PC-Version kam, glaube ich, 2003 raus und ich habe eine DVD-Version von dem Spiel. Ich lasse einfach ein bisschen Gameplay laufen, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, wie diese Mods aussehen. Also das erste, was wir hier haben, ist All Open Up. Das ist im Prinzip, ja, man kann es eine Cheat-Mod nennen. Du bekommst etliche Waffen, du bekommst viel Geld und es werden alle Missionen freigeschaltet. Danach kannst du loslegen. So richtig funktioniert das aber nicht, weil das Spiel natürlich auch seine Ordnung hat. Also man kann zum Beispiel in Tommys späteres Haus schon reingehen, aber da ist halt nichts, weil man zu dem Zeitpunkt das Haus noch nicht erobert hat. Die Cam-Mod habe ich nicht installiert. Das war das, was ein bisschen umständlicher zu machen war. Ja, ob man da jetzt wirklich Fotos mitschießen konnte, weiß ich nicht, weil diese Funktion ist vom Spiel ja so nicht vorgesehen. One and Shoot ist definitiv die beste Mod von allen. Damit kann man mit allen Waffen im Laufen schießen, was heutzutage ja Standard ist, aber damals ging das noch nicht. Natürlich sieht es entsprechend komisch aus, wenn du mit einem Jagdgewehr oder mit einer Gatling-Kanone durch die Gegend läufst und rumballerst, denn diese Animation gibt es ja so nicht im Spiel. Aber auf jeden Fall macht es das Ganze wesentlich einfacher. Das Speedometer funktioniert nicht mehr mit der DVD-Version, da wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das ist im Prinzip nur eine Excel-Datei, die man zusätzlich laufen lassen muss. Und ja, wie gesagt, es funktioniert nicht mehr. Aber dafür gibt es bei dieser Cheat-Mod auch dieselbe Funktion, also kein Verlust. Das letzte ist ein Stunt-Parcours für Motorräder. Das war die zweite Mod, die ein bisschen komplizierter zu installieren war. Man muss auch dazu sagen, man kann nicht mehrere Mods nebeneinander drin haben, beziehungsweise nicht immer, weil viele Mods greifen auf gleiche Dateien zu. Das heißt, man muss dann Dateien ersetzen, beziehungsweise abändern und ja, das beißt sich. Also wenn zwei Mods sagen, bitte ersetze diese Datei, dann ist klar, dass man nicht beide gleichzeitig haben kann. Wie auch schon bei der anderen Doppel-CD-Ausgabe haben wir hier nur wenige Spiele. Einmal Speedbusters, das ist ein ganz normales Rennspiel mit ein paar außergewöhnlichen Rennstrecken. Das Handbuch gibt's wie immer auch dazu. Und jetzt kommt die erste große Vollversion, Turok 1. Ich weiß, dass das Spiel damals ein Riesending war. Ich habe dieses Jahr mich nochmal an das Remaster gesetzt, weil ich das mal durchspielen wollte. Ich kann nur sagen, ich habe es nicht geschafft. Ach ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, handelt es sich hier um die originale deutschsprachige Version von Turok. Und hier kämpft man natürlich gegen Dinosaurier und Roboter. Auch Turok 1 hat ein Handbuch. Bei Speedbusters weiß ich gar nicht so recht, was ich da groß zu sagen soll. Es ist ein normales Rennspiel. Man könnte höchstens die Rennstrecken erwähnen, die das ein oder andere extra bereithalten. Also hier jetzt zum Beispiel, wo man durch die Filmstudios durchfährt, laufen auch gerne mal ein Riesengorilla oder ein Dinosaurier durch die Gegend. Und ja, das sind
Hindernisse, an denen die NPCs fast immer scheitern. Also die schaffen das irgendwie nicht, richtig auszuweichen. Die Autos sind soweit ganz schick. Es handelt sich um Kopien von bekannten Oldtimern und insgesamt kommt das Tempogefühl auch ziemlich gut rüber. Der einzige Nachteil bei dem Spiel wäre, dass die Lenkung dafür ziemlich schwammig ist und man schon bei dem kleinsten Stoß extrem ins Schleudern gerät. Turok 1 ist für mich heute unspielbar. Egal, ob ich jetzt über das Original oder das Remaster spreche. Die Zensur in der deutschen Version nimmt natürlich einen ganzen Teil von der Atmosphäre weg. Auf das Blut kann man vielleicht noch verzichten, aber die Roboter passen da überhaupt nicht rein. Also da machen die Urwaldkrieger schon viel mehr Sinn. Ich konnte das Spiel auf meinem allerneuesten Emulator perfekt mit 3DFX spielen und ich weiß auch nicht, vielleicht kann man das in der Aufnahme so ein bisschen erkennen, das Sichtfeld fühlt sich in der alten Version irgendwie falsch an. Also das wirkt so, als ob rangezoomt wurde. Man kann das in dieser alten Version auch nicht ändern, aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich befremdlich an. Der Nebel ist natürlich auch ein absolutes Unding. Ja, ich weiß, warum man das damals gemacht hat, weil vor allem der N64 das nicht schnell genug laden konnte, aber auf dem PC hätte das meiner Auffassung nach nicht sein müssen. Obwohl das erste Level im Grunde geradlinig ist und man sich nicht verlaufen kann, fühlte es sich aufgrund dieses Nebels trotzdem total verwirrend an. Und wenn man aus weiter Entfernung beschossen wird, ist das ein Riesenproblem, weil die Gegner sehen dich scheinbar, aber du die Gegner nicht. Der Nebel ist so extrem und so dicht, dass man so nah rangehen muss. Also ein Erledigen von weit entfernten Gegnern ist im Prinzip gar nicht möglich. Das, was mich an Teil 1 auch gestört hat, ist der Munitionsmangel und dass die Gegner respawnen. Das beides passt überhaupt nicht zusammen. Letztlich kann man natürlich aus heutiger Sicht sehr viel an diesem Spiel kritisieren, aber trotz all dieser Kritik muss man natürlich sagen, das ist ein Spiel aus der Anfangszeit der 3D-Technik, wo man noch nicht so genau wusste, was man damit anstellen soll, beziehungsweise ja, wie Level-Design in 3D gut funktioniert. Insgesamt fühlt es sich so ein bisschen an wie die Anfänge der Ego-Shooter in 2D, nur dass eben alles in 3D ist. Also gerade wenn man im späteren Verlauf durch Tempelanlagen läuft, das erinnert total an Wolfenstein 3D. Es sieht alles gleich aus, du hast unzählige Gegner und du weißt im Prinzip überhaupt nicht, wo du hin sollst, du kannst dich nicht orientieren und da finde ich, ist es auch absolut nicht schlimm, wenn man mit sowas heute nicht mehr klarkommt. Weiter geht's mit CD2. Mix ist ein handelsübliches Audio-Bearbeitungsprogramm, ähnlich wie Audacity. Der Bereich Internet ist wunderbar gefüllt mit neuen Programmen, die aber allesamt, wie ihr euch sicherlich denken könnt, nicht mehr funktionieren. Ich habe sie trotzdem mal installiert, einfach um jetzt nebenbei ein paar Screenshots zeigen zu können. Mit Ausnahme des Agile Managers, denn dieser ist für Handys. Ansonsten hätten wir noch den AOL Messenger, ICQ Messenger, den MSN Manager,
ein T-Online-Messenger, Xfire, das Programm hatte ich so gegen 2009 mal, war so ähnlich wie Steam, also Community-mäßig zumindest, aber wirklich lange habe ich das auch nicht genutzt. Und dann noch den Yahoo-Messenger. Dann hatten wir hier noch das Programm Window Blinds, damit kann man seinen PC gestalten, nichts Besonderes. Viel kann man hier auch nicht machen, weil man das Programm registrieren muss, das geht heutzutage natürlich auch nicht mehr. Auch dieses Mal kann ich euch am Schluss wieder eine kleine Videoshow zeigen mit allerlei Spielen, die ich nicht kenne. Mit Ausnahme von Resident Evil 4, aber das war überhaupt nicht meins. Aber kommen wir mal zu den Spielen. Die Demo-Version Traumschiff Surprise muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Ich weiß, dass das damals ein Riesenhype war, als der Film ins Kino kam, aber ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Ich kann mich aber erinnern, dass ich diese Demo als Kind mal gespielt habe, weil die auch mal auf einer Computer-Bildspiele drauf war. Die große Vollversion von CD2 ist natürlich Turok 2. Auch hier handelt es sich um die alte deutsche Version, die bekanntlich fast keine Gewalt enthält. Auch hier gibt's ein Handbuch dazu. Quillian ist eines dieser farbige Blöcke Wegmachspiele, von denen es auf der Screenfun schon Dutzende gab. Gearbolt Rage ist ein rundenbasiertes Ballerspiel, wo man sich gegen etliche Gegner behaupten muss. Bei GLTron muss man, wie im Film, mit seinem Motorrad, nenne ich es mal, versuchen, die Gegner aufzuhalten, bevor man selbst durch die Wände der Gegner drauf geht. Hornado hatten wir schon mal. Das war dieser komische Weltraumshooter, wo ich mich damals darüber beschwert habe, dass man Vorder- und Hintergründe nicht auseinanderhalten kann, weshalb man gerne mal gegen etliche Objekte gegenfliegt. Soldat ist Call of Duty, nur in 2D, also auch mit den bekannten Multiplayer-Modi, die man so kennt. Trackballs war gerade erst in einer der letzten Ausgaben drin, hat mir überhaupt nicht gefallen, viel zu schwer, viel zu umständlich vor allen Dingen zu steuern. Das soll hier eine neue Version sein, ich habe es ausprobiert, es ist immer noch genauso dämlich, deshalb werde ich auch das nicht zeigen. Und zum Abschluss haben wir Worm Wars 4. Worm Wars 3 war auch schon mal auf einer Screenfun drauf, das hat mir nicht so gefallen. Schauen wir mal, wie Teil 4 wird. Schrotte, Spocke, denkt's dran, dass wir gleich die Generalprobe für die Miss Waikiki-Wahl haben. Für unsere Choreografie solltet ihr euch umgehend auf die Brücke begeben. Und vergesst die Kostüme nicht. Okay. Ja, dann muss ich erst einmal mein Kostüm aus meiner Kabine holen. Die Demo von Traumschiff Surprise wurde von Penomedia gemacht. Es ist daher eine XS-Version, das steht auch so im Hauptmenü. Das kannte man von dieser Firma ja von vielen Spielen aus dieser Zeit. Da ich, wie vorhin erwähnt, die Demo schon kannte, wusste ich auch noch teilweise, wo welche Gegenstände liegen, beziehungsweise was man damit machen sollte. Gut ist erstmal, dass man die Originalsprecher hat. Ich glaube, ohne wäre das Spiel sicherlich absolut langweilig. Die Rätsel in dieser Demo sind rudimentär. Also oft wird direkt angedeutet, beziehungsweise sogar gesagt, welcher Gegenstand erforderlich ist. Der Humor im Spiel ist vorhanden, aber mehr als schmunzeln musste ich nicht. Es ist insgesamt ein typisches Spiel zum Film. Servus, Spucki. Servus, Pulle, du, ich hab ein paar Fragen. Ja, was hast denn? Hast du vielleicht deine Strumpfhose? Nein, nur Stützstrümpfe gegen Krampfadern. Frechheit. Könnte ich mir die Orangen nehmen? Ja, die brauche ich, falls an Bord Skorbut ausbricht. Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich, oder? Ein guter Arzt, mein lieber Spucki, ist immer vorbereitet. Für so einen Blödsinn kriegst du keine. Jo, was soll ich noch groß zu einem Spiel sagen, wo man Blöcke beseitigen muss? Es gibt verschiedene Modi, denn dieses Spiel ist vermutlich auch mal für C64 und Amiga rausgekommen und die kann man hier einstellen. Also dann sieht das Spiel so aus wie damals. Das ist soweit ganz nett, aber insgesamt ist mir das Spiel einfach zu langsam. Also das, was ihr hier seht, ist keine Zeitlupe, das ist die Originalgeschwindigkeit.
Bei Gearbolt Rage ist die Übersicht das größte Problem. Könnt ihr meine Figur erkennen? Nein, ich auch nicht. Die Figuren sehen alle nahezu gleich aus. Und deshalb konnte ich dieses Spiel nicht richtig spielen, da ich egal weg vergessen habe, wo ich gerade bin. Und was auch auffallen dürfte, man hält so gut wie nichts aus. Manche Runden waren schon nach wenigen Sekunden vorbei. Denn wenn du drauf gehst, ist sowieso alles zu Ende. Wie man sich bei GL-Tron denken kann, ist die Abwechslung hier gleich null, weil es immer ein und dasselbe Level ist. Ich bin die meiste Zeit im Kreis gefahren und habe einfach nur darauf gewartet, dass die anderen Fahrer irgendwann einen Fehler gemacht haben. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die Idee von Soldat finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Das Gameplay hat soweit auch gut funktioniert, die Waffen klingen so, wie sie klingen sollen. Aber die Sprungphysik ist so eine Sache. Also es ist alles ein bisschen schwerfälliger, um es mal so zu sagen. Man merkt zudem sehr deutlich, dass dieses Spiel eher auf den Multiplayer ausgelegt ist. Im Einzelspieler kann man nur gegen Bots kämpfen und das macht natürlich weit weniger Spaß. Als ich mir die alte Internetseite dazu angeguckt habe, war ich überrascht, wie viele Fanseiten es zu diesem kleinen Spiel gab. Warm Wars 4 funktioniert ähnlich wie Teil 3, also nicht so gut. Die Orientierung funktioniert viel besser, also man weiß, wo man lang gehen kann. Aber das Tempo, ihr seht's ja. Für meinen Geschmack ist das Spiel trotzdem viel zu klein. Sei gegrüßt, Turok. Ich bin Aiden. Die Ältesten des verlorenen Landes, bekannt als Lazarus Konkordanz, haben mich entsandt, um dir beim Kampf gegen den Primogen behilflich zu sein. Der Primogen versucht, die 5 Energietoten zu zerstören, die ihn im Wrack seines Raumschiffs gefangen halten. Und zum Abschluss Turok 2. Ich muss nicht groß begründen, warum der zweite Teil zigmal besser ist als der erste und das in allen Punkten. Aber auch hier passt der Kameraausschnitt nicht so, wie man es heutzutage gewöhnt ist. Das Zielen mit der Maus fühlt sich zudem sehr schwammig an. Und natürlich muss man sich wieder mit dem bekannten Nebel rumschlagen. Im Vergleich dazu fand ich das Remaster echt gut, hab's aber auch nicht durchgespielt, weil es mir stellenweise zu weiträumig war. Aber nichtsdestotrotz sind die Musik und die Soundeffekte so besonders. Also wenn du diese Geräusche zum Beispiel von der Schrotflinte oder so hörst oder ja das Lied vom ersten Level, du weißt einfach sofort, welches Spiel gemeint ist.
Und damit wäre ich mal wieder am Ende einer Screenfun-Review angelangt. Jetzt folgt noch die Videoshow und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao. EA Games. Thank you.
Resident Evil 4.